Tageschanneling für Samstag, den 25.09. Seid gesehen. Heute möchten wir mit euch über eines der größten Hindernisse auf dem Weg in eure Größe hinein und in diese Schönheit und in dieses Leuchten sprechen. Und dieses größte Hindernis verursacht viele von euren Problemen, die ihr auf der Erde habt und in eurem Leben, in euren Beziehungen und in eurem Körper. Es war nie so gemeint, dass ihr euch selber ablehnt oder hasst. Es war nie so gemeint, dass ihr euch versucht, ständig zu verbessern auf eine so oberflächliche Art und Weise. Es war nie so gemeint, dass ihr euch unwohl in euren Körpern fühlt und euch für eure Körper schämt. Es war nie so gemeint, dass ihr nach der Musik von anderen tanzt. Es war nie so gemeint, dass ihr euch anpassen müsst an etwas, was ungesund ist. Es ist so gemeint und es war so gemeint und es wird so gemeint sein, dass ihr lebt und eure Erfahrungen macht und euch auch manchmal das Knie anschlagt und auch manchmal krank werdet und weint, weil das Leben als Mensch ein sehr buntes und ein sehr reiches, aber auch ein abenteuerliches ist. Dass sich auch nur mutige Seelen aussuchen. So wie eine Achterbahnfahrt in eurer Welt. Es war so gemeint, dass ihr Erfahrungen macht. Aus dem gesamten Spektrum von dem, was man als Mensch fühlen kann und erfahren kann und erleben kann. Aber es war nicht so gemeint. Es war so gemeint, dass ihr lernt, dass ihr daraus lernt. Es ist so gemeint, dass eine Seele reift dadurch. Ein Mensch reift. Aber es war nie so gemeint, dass ihr euch selber für euch schämt. Es war nie so gemeint, dass ihr diese alten Belastungen noch nach 90 Jahren mit euch herumtragt. Es war nie so gemeint, dass ihr für euch selber
euch für euch selber schämt. Und es war nie so gemeint, dass ihr andere für euch verantwortlich macht. Es war nie so gemeint, dass ihr eure für euer Leben, dass ihr andere für euer Leben verantwortlich macht. Es war nie so gemeint, dass ihr andere für eure Entscheidungen verantwortlich macht. Euch passiert kein fremdes Leben, euch passiert kein anderes Leben, sondern euch passiert eine Spiegelung dessen, eine Spiegelung der Struktur eures Feldes. Das Leben ist eine Ausweitung von euch, euer Leben ist eine Ausweitung von euch. Und ihr seid dann unfrei, wenn ihr auf äußere Sachen, auf äußere Ereignisse automatisch reagiert. Denn es sind immer die gleichen Reaktionen. Das Außen wechselt, die Reaktionen werden immer die gleichen sein. Und das liegt nicht an den äußeren Umständen, sondern das liegt an dieser Reaktion in euch. Und wir wissen ja, dass Erfahrungen euch prägen. Aber das tun sie bis zu dem Zeitpunkt, wo sie es nicht mehr tun. Und das tun sie bis zu dem Zeitpunkt, bis sie euch auf eine Art und Weise bewusster werden, die auch die Energie darunter verändert. Es reicht nicht nur zu wissen, dass etwas war und warum wir reagieren. Es ist wichtig, die Energie darunter zu fühlen, und dafür ist euer Körper euer Instrument und eure Schatzkammer. Versteht, dass euer Körper das Tor zur Befreiung ist. Ja. Fragt nicht, warum passiert mir irgendetwas schon wieder, sondern fragt wo. Wo im Körper fühle ich, spüre ich diese Information? Wo im Körper ist diese Lichtstruktur? Wo im Körper ist diese Störung im Feld? Wo im Körper ist diese Störung in eurer Matrix? Wie ein Stein, der im Fluss liegt und das Wasser muss darum strömen. Und dahinter gibt es eine Verwirbelung. Wo in meinem Körper ist diese Veränderung? Wo in meinem Körper ist dieser Stein? Wo in meinem Körper ist diese Störung? Und das Wort Störung ist nicht der richtige Ausdruck, weil Störung in eurer Sprache heißt, dass etwas stört. Und dieser Stein ist ganz im Gegenteil das Tor zur Freiheit. Also fühlt, wo im Körper ist die Energie zu diesen Gedanken und diesen Gefühlen und dieser Reaktion? Wo ist die Wurzel? Wo ist die Quelle davon? Wo ist das Zentrum? Und dann nehmt es einfach wahr.
Nehmt wahr, was ihr wahrnehmt, wo ihr es wahrnehmt, wie ihr es wahrnehmt. Nehmt es einfach nur wahr. Aber nehmt es nicht wahr mit dieser Haltung, die eure Gesellschaft so stark hat. Nehmt es nicht mit einer Haltung der Optimierung wahr, sondern mit einer Haltung des Mitgefühls und einer Haltung des schmerzhaft Bewusstwerdens. Durch welches Leid wir durchgegangen sind. Nehmt es wahr, wie ihr ein verletztes Tier wahrnehmt und eure Kinder, die sich wehgetan haben. Nehmt es mit dieser Haltung wahr. Versteht, dass ihr das Universum seid und versteht, dass ihre eure Liebe am meisten braucht. Und diese und nur diese. Schaut nicht nach oben, sondern schaut nach innen. Schaut nicht nach außen, schaut nach innen. Und das ist ganz einfach und unkompliziert. Und es ist eine Frage der Übung. Dieses Tor dieser Zeit ist in euch. Dieses Tor ist nicht im Außen. Und nein, es wird sich nicht. Nein, ihr werdet nicht morgens aufwachen und die Welt ist eine andere. Aber ja, vielleicht wacht ihr eines Morgens auf und eure Welt ist eine komplett andere, weil ihr wieder zurückgekommen seid in das, was ihr wirklich eigentlich seid und was ihr seid. Und dann wird die Welt eine vollständig andere sein, euer Leben wird ein vollständig anderes sein. Das Tor geht nach innen. Dieses Tor macht ein neues Universum auf. Ihr seid dieses Universum. Und wir wissen, dass das von eurer jetzigen Erfahrung Lichtjahre entfernt sein kann. Aber wir sehen euren Weg von oben und das ist wie die Ameise und der Stein. Und für die Ameise ist der Stein unüberwindbar und ein Riesenhindernis auf dem Weg. Und wir sehen, dass hinter dem Stein der Keks liegt, die Belohnung. Versteht ihr? Das sind keine Steine, sondern es sind Schatzkammern, es sind Höhlen mit Schätzen. Aber versteht auch, dass ihr diese Schätze heben müsst. Niemand wird das tun für euch. Niemand kann das tun. Wir können euch Rat geben, aber es wird nur dann wirklich in euch schwingen, wenn wir auf der gleichen Ebene sind. Wir können euch mit unserer Liebe die Angst nicht nehmen. Und wir können euch auch mit unserem Wissen und unserem etwas höheren Blick nicht die Entscheidung abnehmen. Und es ist wichtig für die Ameise, diesen Stein zu umgehen oder zu erklimmen und nicht davor stehen zu bleiben und zu resignieren. Und wir sehen in dieser Zeit etwas ganz Besonderes und wir sehen in euch etwas ganz Besonderes. Versteht, wie wichtig ihr als Menschheit für das Gesamte seid. Versteht, dass ihr das Hologramm für das gesamte Universum seid. Versteht, dass jede von euch das Hologramm für das gesamte Universum ist. Versteht, welche Bedeutung ihr habt. Versteht, dass ihr euch auf der Erde viel schneller entwickeln könnt, als wir das jemals könnten. Versteht, dass durch diese vielen Herausforderungen und Reibungen
das eine ganz beschleunigte Entwicklung ist. Versteht, dass ihr euch als Seele dafür entschieden habt, diesen sehr schnellen Weg zu gehen. Versteht, dass ihr euch als Seele für diesen mutigen Weg oder mutig für diesen Weg entschieden habt. Versteht eure Größe und versteht diese Größe dieser Entscheidung. Versteht diesen Mut dieser Entscheidung. Versteht die Achtung, die wir für diese Entscheidung haben. Versteht aber auch eure Macht. Und mit der Macht kommt Verantwortung. Es kommt Verantwortung für euren Körper. Es kommt Verantwortung für euch selber. Geht gut mit euch um. Geht gut mit anderen um, geht gut mit der Erde um, geht gut mit den Pflanzen und Tieren um, geht gut mit der Natur um, geht gut mit Gaia um. Und fangt jetzt an, heute hier. Geht heute besser mit euch um. Das war die Botschaft für heute. Ihr seid gesehen, ihr werdet gesehen. Und ihr werdet sehr geschätzt. Das war das Tageschanneling für heute und Samstag.